Auf unserem Weg nach Hoi An, der Laternenstadt, fahren wir über den Wolkenpass oder auch Hai Wan Pass. Kurz bevor die Serpentinen die Passstraße ankündigen, hat man vom Viewpoint Lang Co einen traumhaften Blick auf die Lang Co Lagune mit den vorgelagerten menschenleeren Traumstränden. Der Hai Wan Pass schlängelt sich auf einer Länge von 10 Kilometer auf eine Höhe von 490 Meter hoch. Die Passstraße führt über den Ausläufer des Truong Son Bergs, der bis zum Meer reicht. Vom höchsten Punkt bietet sich ein Panoramablick über den Ozean in Richtung Da Nang und die Halbinsel So Tra. In Da Nang lohnt ein Abstecher zum Marble Mountain. Der Aufstieg zur Tempelanlage ist etwas mühsam, aber es lohnt sich. Der Rundgang führt von der Tam Tai Pagode, welche 1825 erbaut sowie seitdem einige Male restauriert wurde. Vorbei an der schönen Lin Ung Pagode mit den angrenzenden Garten und der Lady Buddha Statue. Die Grotte Huyen Kong im hinteren Bereich der Tempelanlage ist die größte und beeindruckendste. Die 30 Meter hohe Höhle beherbergt den Buddha der Gegenwart und den Schrein der Schutzgeister. Aber kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Ziel, Hoi An. Die kleine im Landesinneren liegende Küstenstadt ist mit ihrer Altstadt ein gut erhaltenes Beispiel, wie unterschiedliche kulturelle Einflüsse im Laufe der Zeit einen Ort prägen können. Auch die Atmosphäre in der verkehrsberuhigten Altstadt, voller bunter Seitenlaternen, außergewöhnlichen Boutiquen, Cafés und Restaurants, ist sehr angenehm. Bekannt ist der Ortskern vor allem für seine unzähligen Kolonialhäuser, die alle eine einzigartige Mischung aus französischer, japanischer und chinesischer Kultur darstellen. Die kleinen, gelben Häuser, die engen Gassen, die vielen bunten Lampions, einfach romantisch. Wenn dann nicht so viele Touristen wären. Am Nachmittag und in den Abendstunden platzt der kleine Ort aus allen Nähten. Eines der Stadthighlights in Hoi An ist die 1593 erbaute 18 Meter lange überdachte japanische Holzbrücke. Sie verbindet das japanische mit dem chinesischen Viertel. Die Brücke ist neben den bunten Lampions die meist fotografierteste Sehenswürdigkeit in Hoi An. Das authentische und echte vietnamesische Leben haben wir hier leider vergeblich gesucht. Gefunden haben wir dafür unzählige Reisegruppen, die sich gegenseitig im Weg stehen. Aber richtig romantisch wird es, wenn die Dämmerung einsetzt und es dunkel wird. Dann leuchtet der kleine Ortskern mit den vielen bunten Laternen so wunderschön, dass die vielen Touristen in den Hintergrund rücken. Wenn es dunkel geworden ist, erwacht der Nachtmarkt auch zum Leben. Hier gibt es neben den üblichen Souvenirs auch alle kulinarische Köstlichkeiten, die Vietnam zu bieten hat. Auch wenn die Auswahl groß ist, sind die Preise im Verhältnis zum Rest des Landes sehr hoch. Der Hoi An Morning Markt ist eine der wenigen Ecken in der Altstadt, die das wahre Vietnam widerspiegeln.
Bereits gegen 6 Uhr morgens geht es hier richtig zur Sache und es wird alles angeboten, was einen typisch asiatischen Markt ausmacht. Fisch, Fleisch, Gewürze, Obst, Gemüse und mehr. Hier kaufen hauptsächlich Vietnamesen für Hotels, Restaurants oder die eigenen 4 Wände ein. Aber Achtung, nichts für schwache Nerven. Vor allem die Fleisch- und Fischabteilung hat es in sich. Abgetrennte Hühnerköpfe gehören hier genauso dazu wie Frösche ohne Haut. Hier noch einen kleinen Tipp. Wenn ihr die Altstadt in Ruhe genießen und schöne Bilder machen wollt, schlendert durch die Gassen zwischen 9 Uhr und 11 Uhr. Zu dieser Zeit öffnen die meisten Shops gerade, aber viele Touristen sitzen noch beim Frühstück oder im Bus. Für einen schönen Ausklang sind auch die nahegelegenen Strände am Südchinesischen Meer zu empfehlen. Jedoch sind einige Strandabschnitte nicht immer sauber. Von Hoi An oder besser Da Nang sind wir nach Ho Chi Minh City geflogen. Abonniert mich, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht. Auch freue ich mich über einen Daumen hoch.